und für die Truppe, die jetzt extra aus der Oberpfalz zu uns nach Franken gekommen ist. Moment. Ja, ja. Da wünsche ich mir, dass Sie es schaffen, den Kannibalismus in Ihrem Land abzuschaffen. Und dass es Ihnen gelingt, den Anschluss an die deutsche Sprache zu schaffen. Meine Damen und Herren, die alten Neihauser Feuerwehrkapellen. Die Personen, die außerhalb von Bayern wohnen, Rügen, Rostock und den abgelegenen Bereich der Entwicklungsländer Österreich, Schweiz, Südtirol und Liechtenstein. Auch Chile schaltet sich soeben ein, da man es im Rest der Welt mit Fug und Recht für sinnvoll hält, sich diese Sendung erst dann anzusehen, wenn wir hier auf der Bühne stehen. Neuhauser Feuerwehr, obwohl der Steinbrück gern gekommen wäre. Der wollte 70.000 Euro Honorar, was den Franken viel zu teuer war. Und deshalb hat man uns bestellt,
Wir machen es fürs halbe Geld. Wir sind aus Bayerns nahem Osten, wo Bier und Brotzeit nicht viel kosten. Und das sieht man dem Trommler an. Der Trompeter kommt aus dem Sudan. In Windisch-Eschenbach im Oberpfälzerwald, da wo die Sonne heller strahlt, trinkt man das gute Zeugelbier. Und wer es trinkt, wird schön wie wir. Da sind die Leute so beieinander. Einer schöner als der andere. Mit seiner Flintentau, da kommt der Reiburg rennt, den haut er niederbrennt. Das ist ein Pfeifrasepp, sei uns Talent. Stieg die Oberpfalz hinab in Frankens Schweineschmalz. Da, wo so Franken wie der Söder leben, die Seehofer am Absatz kleben und versuchen, trotz Horsts Treiben halbwegs bei Verstand zu bleiben. Pathologisch krankhafte Gedanken, das hat übers Volk der Franken Horst Seehofer nach eigenem Bekunden im letzten Jahr herausgefunden. Schmutzeleien und Charakterschwächen, wir möchten ihm nicht widersprechen. Horst hat mich draußen angewiesen, mich seiner Meinung anzuschließen und sein Statement gut zu heißen. Wir möchten es nicht mit ihm verscherzen. Sondern danken ihm von Herzen, dass sich das, was er darlegt, mit unserer Erfahrung deckt. Herr Ministerpräsident, Sie hatten recht. Helm ab. Das war nicht schlecht. Die Franken sind in Masse nur Bayern zweiter Klasse. Und die Dioxin-Ilse jetzt aus Berlin als Söder-Bollwerk nachzuziehen und als oberbayerisch Reschedieren für die Thronfolge zu präparieren, wird aus dem Grundsatz resultieren, ich darf Horst Seehofer zitieren, will man Bayern gut regieren, muss man die Franken streng dosieren. Zu viele... Ruhe. Zu viele Franken in der Regierung versauern in Bayern die Führung. Man muss des Frankenanspruchsdenken auf eine Weinkönigin beschränken. Die Brüderles Vorstellung entspricht. Den Söder braucht's im Grunde nicht. Der verdient sich jetzt ja schon zum Zeitvertreib als Ergo-Lustreisen-Musterweib. Der Brüderle sieht ja laut Stern prall gefüllte Dirndln gern. Und das kommt von den nackten Frauen, die dauernd aus dem Stern rausschauen. Ist
Fest auf dem Stern vorn eine Nacht wird Brüderle vom Wahn gepackt, dass er als alte Rotweinröhre noch immer in der Lage wäre, auf frisch geheuten jungen Wiesen irgendwas in Brand zu schießen. Doch so nah am Himmelreich versagt ein alter Schimmel gleich. Brüderle macht Frauen an, obwohl er nicht mehr kann, denn er träumt von dem, was nicht mehr geht. Brüderle, ach Brüderle, bleib doch beim roten Wein, weil der Rotwein dir doch noch am besten steht. Helmut Schmidt will seine Lunge spenden. Laut SPD soll sie im eBay enden. Und mit dem Erlös vom Teer bezahlen sie dann den Steinbrück-Peer. Nun zu Berlin. Das ist die Stadt, die vom Flughafen noch keine Ahnung hat, ob der Plan, auf den er gründet, jemals zur Vollendung findet. Auch wir sind in Berlin aktiv, weil der Airport nach uns rief. Denn neben musikalisch hochbrillanter Werke ist auch der Brandschutz unsere Stärke. Wir machen Brandschutz in Berlin. Und der Flughafen Berlin, der zieht sich hin. In Berlin sind lauter Preisen, die Goschen weit aufreißen, sich um Arbeit nicht viel scheißen und aus diesem Grund nichts reißen. Wir machen Brandschutz in Berlin. Wir machen Brandschutz in Berlin. Und der Flughafen Berlin, der zieht sich hin. Auf dem Bau, da geht nichts weiter. Lauter dämliche Bauleiter. Und Berlin wird immer ärmer. Overnight wird immer wärmer. Wir machen Brandschutz in Berlin. Wir machen Brandschutz in Berlin. Und der Flughafen Berlin, der zieht sich hin. Unser Grautier, der am Sauer, die stinkt sauer und wird grauer. Schaut wie die Berliner Mauer, denn Eröffnung ist im Mai. Im Jahr 3003. Italien freut sich auf ein Wunder, die aufgepumpte Spermaflunder. Cavaliere Silvio Testosteroni, der Viagra-Kübel Berlusconi, die nimmersatte Bumshaubitze will wieder an Italiens Spitze. Silvio, der noch immer an sich glaubt, obwohl's beim Schnackseln bloß mehr staubt. Der Mann hat so viel Dreck am Stecken. Wenn der kommt, dann staubt's aus allen Ecken. Nun denn, wie es auch sei, an Silvio kommt man nicht vorbei. Oh Silvio, du hast den längsten Atem in Rom. Oh Silvio, du hast den größten Schwarzgeld zu Strom. Oh Silvio, die jungen Mädchen sind dein Sport, man kennt dich.
steigt ein Kälbchen und reit weit, weit fort. O Silvio, du altes Rindvieh, besteig dein Kälbchen und reit weit, weit fort. Die vereinbarte Zeit ist abgelaufen. Das war's. Auf Wiedersehen. Stopp, 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 stopp. Herr Kommandant, stopp. Stopp. Lieber Herr Kommandant Neuge, Sie haben uns jetzt jahrelang mit Ihren unnötigen Beiträgen beglückt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mal endlich erkenntlich zeigen. Die kleine musikalische Einlage ist nur für Sie und Ihre Altkleidersammlung. Schuf Gott Himmel und Erde. Auf der Erde war es noch wüst und finster. Es herrschte das Chaos und gewaltige Stürme brausten über das Land. Da befahl der Herr, es werde Licht und es ward Licht. Und da der Herr gerade Zeit hatte, stellte er sich hin und formte voller Hingebung aus einem ganz besonders schönen Batzen Erde eine zauberhafte Landschaft. Er nannte sein Meisterwerk Paradies Franken. Die Menschen, die dort lebten, benannte er mit Homo Perfectus. Völlig irrsinnige Gedanken. Mein Gott, es sind halt Franken. Große Klappe, kein Talent, wie der Sitzungspräsident. Putin! Putin! Mach uns Franken froh! Nach Depardieu, Brigitte Bardot, macht die Oberpfalz samt Mensch und Vieh zu einer Russenkolonie. Weil er aber noch ein paar schmierige Dreckbatzen übrig hatte, machte er einen von der Sonne total verlassenen, eiskalten Landstrich, der sich vom Wichtelgebirge bis zur Donau erschreckte. Er nannte diesen Fehlversuch Pulloverpfalz. Und es sah nicht aus wie das Paradies. Da hat sich der Herr sein Missgeschick noch einmal in Ruhe angeguckt. Und hat sie gedacht, heute hast du mal besser einen Steher Holz gehackt. In Altneuhausen erschuf der Herr dann doch eine Feuerwehrkapelle. Die er mit krumme Latte und Biberschwänz ausgerüstet hat. Und trotzdem haben die heute immer noch eine Dachschale. Und diese musikalischen Feingeister treten dann bei uns als Händels Feuerwehrsmusik auf. So, hat sich das ohne Herrgott Wale nicht vorgestellt. Der Herr korrigierte sein Missgeschick und gründete die Allerbrunner Narika! Thank you.
Altneuhausen. Altneuhausen. Bei Aufräumarbeiten in einer der zahlreichen Bruchbuten in Altneuhausen ist Elvis Presleys Welterfolg In the Ghetto aufgetaucht. Es handelt sich um die Originalversion. Ursprünglich hieß der Titel Dow, wow, how, how und wurde erst viele Jahre später ins Englische übersetzt. In der Oberpfalz, da gibt's ein Kaff. Altneuhausen, was die Bronx in New York, in London so hoch. Arme Hunde, kaltes Wasser, keine Schule, kaum ein Klo. In the ghetto. Go, 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 go. Hey, ihr Latrinernachtigallen, mir ist der Schwachsinn eingefallen. Feuerwehrmann träumt vom Paradies. Breit grinsend zeigen sie uns ihr Ha-ha-ha-Gesicht. Einen Zahnarzt hat die Oberpfalz noch heute nicht. In the ghetto. Oh, 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 oh. So wie der jault, sag ich entschieden, Diagnose Hämorrhoiden. Und unser Auftritt ist jetzt aus. Hey, Musikfreunde, wasch die Gesichter. Und zieh doch endlich einmal die alte stinkende Dreckskittel raus! Was? Ihr habt nichts anders? Heilige Mutter Anna. Ihr schaut das ganze Jahr so aus? In the ghetto. Go, 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 go. Go, 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 go. Wir sind eins. ARD.